Das hier ist das brandneue Inzo 1 von Homini. Das neue VR-Headset von Homini. Keiner von uns hätte damit gerechnet, dass es doch jetzt so schnell rauskommt. Aber sie haben es geschafft. Sie haben mir ihren ersten Prototypen geschickt. Und den werde ich euch hier zeigen. Und damit geht's jetzt los. Hi und herzlich willkommen hier bei MRTV. Mein Name ist Sebastian Ang und wenn ihr zum ersten Mal hier seid und euch VR und AR genauso fasziniert wie mich, dann abonniert diesen Kanal und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr nichts verpasst. 2019 ist ein unglaubliches Jahr für die virtuelle Realität. Wir haben so viele neue VR-Brillen, die auf den Markt kommen und so viele neue potenzielle VR-Nutzer. Es ist wirklich vom Allerfeinsten. Wir haben die Oculus Rift S, die jetzt vor kurzem vorgestellt wurde. Dann haben wir die HTC Vive Cosmos, die auch bald rauskommt. Dann natürlich die Valve Index, worauf wir alle sehr gespannt sind. Die HP Reverb, also es ist wirklich keine Knappheit da, was VR-Headsets anbelangt. Aber wir hatten jetzt doch ein großes Problem. Bei vielen von den neuen Headsets ist es so, dass LCD-Bildschirme verwendet werden. Und wir wissen ja, dass da die Schwarzwerte nicht so gut sind. Und da ist jetzt Homini, hier seht ihr es, an mich herangetreten und hat mir diesen Prototypen geschickt von der Inzo 1 von Homini. Und das Besondere an dieser VR-Brille ist, dass sie die besten Schwarzwerte auf dem Markt haben soll. Und ich werde das für euch jetzt ausprobieren. Bevor ich die Brille jetzt zum ersten Mal selbst ausprobiere, möchte ich euch erstmal zeigen, wie die aufgebaut ist. Denn wir haben da ein paar Besonderheiten, die wir sonst nicht so sehen. Also, ich zeige euch das mal jetzt. Erstmal, das Ganze geht per Klettverschluss. So sieht das aus. Ja, das ist schon mal cool. So kann man die Brille genau an seine Kopfform anpassen. Und sie wiegt auch wirklich viel weniger als die VR-Brillen, die wir sonst so haben. Also ich würde mal schätzen, vielleicht unter 100 Gramm. Und das ist natürlich ziemlich genial. Dann außerdem sehr leicht zu verstauen. Schaut mal, die ist ganz aus Stoff aufgebaut. Ja, man kann sie zusammenklappen. Man kann sie auch dementsprechend dann sehr einfach auf Reisen mitnehmen. Wenn man dann doch mal eine VR-Brille benutzen möchte im Flugzeug oder am Strand oder beim Wandern. Das könnt ihr also ohne Probleme machen mit der Homini. Und das ist schon mal wirklich cool. Dann natürlich das Wichtigste sind die Displays und der Komfort. Ja? Schaut euch mal die Displays an. Also das ist schon ein tiefes Schwarz. Da kann man dem schon fast glauben, dass das tatsächlich die besten Schwarzwerte auf dem Markt sind. Und das ist eine Neukonstruktion der Linsen und des Displays. Das ist eine ganz neue Technologie. Die nennt sich Inzo 3DX. Und wenn man mal näher rangeht, also schaut mal hier erstmal. Schaut mal hier, wie bequem das Ganze aufgebaut ist, ja? Also da, das sieht schon bequem aus. Da muss man sich gar nicht fragen, oh, ist das bequem oder nicht? Das ist wirklich bequem. Also, und hier die Inzo DX3 Linsen und Displays, das ist halt so aufgebaut von der Subpixelstruktur. Ist es so, dass wir für jedes Pixel eben nicht 3 Subpixel haben, sondern 16. Und deswegen hat man überhaupt keinen Screen-Door-Effekt und deswegen sind die Schwarzwerte auch dementsprechend gut. Guck mal hier, wie schwarz das ist. Das kann die Kamera gar nicht richtig einfangen. Das ist ja fast schon wie so ein schwarzes Loch, was man sich aufsetzen kann. Also das ist wirklich vom Allerfeinsten. Ich hätte nicht gedacht, dass das in 2019 möglich ist. Ja, also vom Aufbau her wirklich sehr schön. Bevor ich das Ganze jetzt aufsetzen werde, möchte ich euch auch noch etwas erzählen, was es denn für eine Auswahl gibt an Spielen. Das Besondere ist, dass die Spiele nicht so gespielt werden, wie man das sonst kennt, also von den althergebrachten VR-Headsets, sondern dass alles direkt bei euch im Gehirn abläuft. Also nicht, dass man
dass man die Spiele jetzt großartig sehen könnte über das Augeninterface, sondern das läuft alles bei euch direkt im Gehirn ab. Und ich werde euch das gleich auch mal zeigen, wie das genau funktioniert. Und dementsprechend haben wir unendlich viele Spiele. Und von der Kreativität her ist den Spielemachern da auch wirklich keine einzige Grenze gesetzt worden. Aber gut, jetzt habe ich genug über die Homini Inso 1 gesprochen. Jetzt werde ich sie wirklich mal aufsetzen. Ich werde euch über den Komfort berichten und ich werde euch auch sagen, wie die Spiele sich spielen. Ich werde mal ein Spiel spielen. So, jetzt ist der große Moment gekommen. Und jetzt setze ich sie auf. So, okay, kurz. Also erstmal zum Komfort. Unglaublich bequem. Also ich habe noch keine bequemere VR-Brille getragen als die Homini Inso 1. Wahnsinn, Wahnsinn. Und ihr schaut mal, auch wenn ich jetzt hier so mache oder so, ja, da verrutscht überhaupt nichts. Nee, genial. Wirklich, wirklich genial. Da haben die Ingenieure ganz klasse Arbeit geleistet. So, ja. Und die Schwarzwerte, meine lieben Freunde, die Schwarzwerte sind unglaublich. Das habe ich bei noch keiner anderen VR-Brille gesehen, ja. Also so ein tiefes Schwarz. Also ich denke mal, ich kann da auch keine durch die Linse Fotos oder Videos machen, weil es einfach nur schwarz wäre, ja. Also stellt euch vor, ihr geht nachts aufs Klo, ja, und ihr habt leider eins von den Klos ohne Fenster. Und in dem Moment, wo ihr gerade auf dem Thron sitzt, geht die Glühbirne kaputt. Genau so ist es jetzt gerade. Genau so. Nur es riecht ein bisschen besser. Also wirklich toll. Das ist echt Wahnsinn. Also Komfort und Schwarzwerte, da haben sie nicht zu viel versprochen. Das ist wirklich unglaublich gut. Aber jetzt wollt ihr natürlich auch wissen, wie ist das Spielerlebnis? Ja? Und das werde ich jetzt mal für euch ausprobieren. Alter, Half-Life 3 VR. So ein Erlebnis hatte ich in der virtuellen Realität noch nicht. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich mitten im Spiel, mittendrin in der ganzen Geschichte, also vom Allerfeinsten. Ich habe Half-Life 3 VR gespielt. Ja, ich denke mal, die wenigsten von euch haben das gespielt. Mit der Homini Inso 1 ist das möglich. Und ja, nicht nur Half-Life 3, ja, es gibt alle möglichen Spiele, die man meistens nachts spielen kann. Das läuft einfach am besten. Und das ist einfach nur der Wahnsinn. Also ich kann euch die Inso 1 von Homini wärmstens ans Herz legen. Das ist jetzt hier das erste Hands-on-Review. Ja, das In-Detail-Review wird noch folgen. Ich brauche einfach noch ein bisschen mehr Zeit, um noch mehr Spiele spielen zu können, noch mehr verschiedene Genres, weil da geht ja einiges, ne? Ihr wisst Bescheid, worüber ich rede, ne? Hier. Und das möchte ich mal ausprobieren. Und dann für den vollständigen Test bleibt hier bei MATV dabei. Kommt alles hier auf MATV. Und das war's für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut's doch. Aber jetzt möchte ich von euch wissen, interessiert ihr euch für die Inso 1 von Homini? Schreibt es mir mal bitte in den Kommentarbereich unten rein. Und welche Spiele würdet ihr spielen wollen auf der Inso 1 von Homini? Ja, ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Hi und herzlich willkommen hier bei MRTV. Mein Name ist Sebastian Ang. Und wenn ihr zum ersten Mal hier seid und euch VR und AR...